Hallo. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir den fortschrittlichsten neuen Angriffshubschrauber der Türkei, die Atak 2 oder T-929, untersuchen. Bevor wir mit dem Video beginnen, können Sie meine Videos abonnieren und mir durch Likes Unterstützung geben, wenn Sie an solchen Inhalten interessiert sind. Los geht's! Der schwere Angriffshubschrauber mit hoher Munitionskapazität, der von TUSAS entwickelt wurde, wurde speziell für die Durchführung aller anspruchsvollen Aufgaben unter schwierigen Bedingungen wie heißem Wetter und hoher Höhe, Tag-Nacht-Bedingungen und Vereisung konzipiert. TUSAS-Generaldirektor Timur Kutil beschrieb die Atak 2 wie folgt: Dieses Fahrzeug wiegt 11 Tonnen. Mit Gottes Hilfe wird es sogar besser sein als die Apache, die als weltweit beste gilt. Denn wir arbeiten sehr gut. Wir stellen jährlich 1000 bis 1200 Ingenieure ein. Die Anzahl unserer Ingenieure liegt derzeit fast bei 6000. Wir haben mit 1200 Ingenieuren angefangen. Unsere Bevölkerung ist jetzt auf 13.000 angewachsen. Hoffentlich werden wir nächstes Jahr die Marke von 16.000 erreichen. Es wurde endlich eine Vereinbarung zwischen SSB und TUSAS unterzeichnet, die die offiziellen Ziele des Atak 2 Hubschraubers offenbarte, eine weiterentwickelte Version des seit langem diskutierten ersten Atak Hubschraubers. Der Atak 2, der angeblich das doppelte Startgewicht des Atak Hubschraubers hat, wird einer der fortschrittlichsten drei Angriffshubschrauber der Welt sein. Es wird in zwei verschiedenen Modellen für die Marine und das Heer mit unterschiedlichen Merkmalen hergestellt, und der erste Flug wird in 5 Jahren erwartet. Der Hubschrauber, der ein Startgewicht von 10 Tonnen hat, kann laut Angaben mindestens 1200 Kilogramm Munition außerhalb der Träger transportieren. Der Atak 2 wird mit einem Panzer mit einer 12,7 mm Munition und einem 4-Achsen-Autopilot, einem Zielradar und einem Erkennungssystem ausgestattet sein. Es gibt auch Veränderungen in den Waffensystemen. Insbesondere das Nasengeschütz des ersten Atak-Hubschraubers wurde im Atak 2 auf 30 mm aktualisiert. Der Hubschrauber wird mit 6 Flügelstationen fliegen und mit Raketen, Antipanzerraketen und Luft-Luft-Raketen ausgestattet sein. Das MILDAR, ein millimetrisches Radarsystem, das in Zusammenarbeit mit Mitek Sansavunma und Taizu 100% inländisch entwickelt wurde, wird auch im Atak 2 zum Einsatz kommen. Das MILDAR, das aufgrund seiner niedrigen Erkennungsrate im Bereich der Unsichtbarkeit einen Unterschied ausmacht, leistet wichtige Beiträge zur Sichtbarkeit von Fahrzeugen, insbesondere in Fällen, in denen elektrooptische Systeme unzureichend sind. Das MILDAR wird in der Lage sein, schnell und effektiv in einem breiten Bereich zu suchen und Ziele zu identifizieren. Das steuerbare Infrarot-Gegenmaßnahmesystem, DIRGM, wird auch ein wichtiger Verteidigungsmechanismus gegen schultergestützte panzerbrechende Raketen sein, und selbst gegen die neuesten Manpads-Technologien wird der Hubschrauber geschützt sein. Sowohl das MILDAR als auch das DIRGM werden zu den Fähigkeiten des Atak 2 beitragen, ihn unter allen Bedingungen stark zu machen. Atak 2 Hubschrauber-Eigenschaften: Klasse 8 bis 10 Tonnen. Zwei Turboschaftmotoren, TS-3000X2 gleich 6.000 PS. 1200 Kilogramm Nutzlast ohne Raketenwerfer. 20.000 Fuß Dienstgipfelhöhe. Hohe Fähigkeit, 6.000 Fuß, 35 Grad Celsius at M2. Besatzung 2 Piloten. Höchstgeschwindigkeit 172 kts. 6 Flügelstationen. Panzerung, die vor 12,7 mm Munition schützt. Betriebsfähigkeit bei 40 plus 50 Grad C Nacht Tag. Ballistischer Schutz gegen 12,7 mm Munition. Einsatzfähigkeit bei hohen Temperaturen und Höhen. Beständig gegen Umwelteinflüsse. Fortgeschrittene elektronische Kriegsführung und Gegenmaßnahmensysteme. 30 mm Hochkaliberkanone, Luft-Boden-Raketen mit neuer Generation von 2,75 Zoll Raketen und Bodenluftraketen mit verschiedenen Leitsystemen und langstreckenpanzernbrechenden Raketensystemen. Die erste Vorstellung des Atak 2 fand am Mittwoch statt. Der CEO von TUSAS, Timur Kutil, nahm an der Veranstaltung Technofest Partners Made with Use in Üsküdar teil. Kutil hielt eine kurze Präsentation für die teilnehmenden Studenten und erklärte,
dass der erste Motorstart des Attack-2-Hubschraubers am vergangenen Montagabend erfolgt sei. Zwei Tage später, also heute, fand der erste Flug des Attack-2 statt. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende gesehen haben. Wir sehen uns in einem anderen Review-Video wieder.